Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing, ein ganz kurzes. Heute möchte ich euch mein neues Zubehör zeigen, und zwar für den Tefal Opti-Grill, das Waffeleisen oder den Waffeleinsatz. Ganz spannend, was man damit alles so machen kann. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, da ist er jetzt also, mein neuer Waffeleinsatz hier, den ich mir für meinen Tefal Opti-Grill bestellt habe. Ihr müsst ein bisschen gucken beim Bestellen. Leider gibt es den Waffeleinsatz, soweit ich es weiß, nicht für alle Geräte. Also ich habe den hier vorher genau für mein Gerät passend bestellt. Und in der Infobox blende ich euch nochmal ein, für welches Gerät genau, welche Typennummer, dass ihr das seht. Ja, das ist die Kiste hier. Oh, nicht so ganz klein, ne? Ihr seht, Tefal Opti-Grill hier, Enjoy Real Belgian Waffles, also in erster Linie für belgische Waffeln. Wir machen nachher was ganz anderes. Aber erstmal packen wir das Ganze aus hier. Ne, ihr seht, ordentlicher Karton. Da ist auch schon ein bisschen drauf beschrieben hier, um was es geht. Hier sind so ein paar Bilder drauf. Ne, hier sieht man auch schon mal, was ich immer ganz nützlich finde, wie das Ganze eingebaut, aufgebaut wird. Ja, das war es erstmal jetzt an Teilen. Ihr seht hier 1, 2, 3 Hardware-Teile, 4 Hardware-Teile und ein bisschen Papier. Wie immer fange ich mal an mit dem Papier. Oh, das ist wohl hier kleine Bedienungsanleitung. Gucken wir mal die deutsche Seite finden. Ja. So. Ja, also Empfehlung für Waffeleisen hier, für die Verwendung der Waffelplatten, steht hier nochmal extra drauf, dass man es abmachen soll, klar. Dann sieht man hier nochmal so ein bisschen eine Erklärung, wie wird was eingesetzt, also ähnlich wie auf dem Karton, den man ja vermutlich in der Regel entsorgt. Wenn man das einmal gemacht hat, weiß man wohl auch, wie es geht. Und dann steht hier auch nochmal ein bisschen was, wie bedient man dieses Waffeleisen, was macht man, welche Tasten drückt man. Ja, auch das hier ganz nützlich. Oh, das war es auch schon. Dann noch ein buntes Heftchen. Und es beschränkt sich anscheinend auch darauf, auf dieses eine Rezept. Belgische Waffeln. Ich blätter mal durch. Ja, das ist wohl so. Also eigentlich ist es nur die eine Seite. Auch übersichtlich. Oh, das war es an Papierkram. Ja, was haben wir noch? Wir haben 4 Teile hier, 4 Hardware-Teile. Am einfachsten zu erkennen noch die Schöpfkelle. Oh, das ist auch ganz nett. Die ist Kunststoff, ne? Also wohl auch spülmaschinenfest, ganz klar. Dann haben wir einen Teil hier, was sich mir noch nicht erschließt. Keine Ahnung, finde ich noch raus. Ja, und dann haben wir hier, und das ist, glaube ich, relativ einfach zu erkennen, die beiden Platten, die man anstatt der Grillplatten einsetzt im Opti-Grill. Und das ist jetzt wirklich sofort zu erkennen. Macht einen sehr massiven Eindruck. Ne, alles schön beschichtet hier, so wie die Grillplatten auch. Also das finde ich schön. Sehr massiv, sehr wertig, ne, von der Unterseite. Und auch hier natürlich die andere Platte. Schön beschichtet. Oh, und das war's auch schon. So, dann wollen wir mal versuchen einzubauen. Mein Opti-Grill habe ich schon mal hier hergestellt. Und ich sagte ja schon, dass ich am Anfang nicht so richtig wusste, was das hier sein soll. Habe ich inzwischen rausgefunden. Wenn man in die Bedienungsanleitung schaut, aber so sollte man es ja tun, dann sieht man hier in halbwegs erkennbaren Bildern, ein bisschen sehr klein, Learning by Doing heißt es gleich, wie man diese Klammer einsetzen soll. Und das ist natürlich eine schlaue Idee, denn der Opti-Grill steht ja in der Tat ein bisschen schräg, der fällt ja nach vorne ab, damit das Fett ablaufen kann. Und das würde natürlich bedeuten, dass auch unser Teig für Waffeln oder anderes auslaufen würde. Also sorgt dieser kleine sogenannte einklappbare Ständer, da steht nachher der Opti-Grill vorne drauf, dafür, dass der Opti-Grill in der Waage steht und eben nichts vorne rausläuft. So, um das Ding zu montieren, muss man den Opti-Grill erstmal einmal umdrehen. So. Und jetzt kommt diese Klammer, wie gesagt, ich habe ein bisschen gebraucht, um es zu kapieren, in diese beiden hier rein, in diese beiden Schlitze kann man gleich das Ding hier einführen, das eine Ende, ne? Also dieses eine Ende hier, das führt man hier ein. Ne? Da ist zwar kein richtiges Loch, aber das hält hier ganz gut drin, das führt man hier ein.
Und das andere Ende kommt dann mit etwas Druck hier rein. So, so sieht das dann aus. Ja, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Na, und jetzt klappt dieser Bügel auch tatsächlich hier. Der rastet hier so ein bisschen ein. So, jetzt können wir auch mal die Platten einbauen. Ich habe mal schon die Grillplatten rausgenommen. Ja, und jetzt haben wir eben die beiden Platten hier. Und es ist genauso wie bei den anderen Platten auch. Man sieht also, diese Platte hier, die hat hier oben zwei solche Nute, die kennt ihr von den anderen Platten und die passen hier genau rein. Jetzt setzt man die hier so ein bisschen an und fertig, das war's. Das sind also jetzt hier das ist die waagerechte Platte und die senkrechte Platte geht ganz genauso. Das heißt, wir haben jetzt also hier wieder diese zwei Aussparungen, das ist wirklich ganz easy, die drehen wir jetzt entsprechend. Und dann klippen wir die unten ein, hier festhalten, fertig, das war's. Na, und ihr seht hier unten jetzt auch diese Füße, das ist jetzt hier dieser kleine zusätzliche Ständer, den ihr jetzt hier seht. Und damit steht der Grill eben tatsächlich hoch, so dass ihr eine waagerechte Fläche habt. Und dann könnten wir jetzt auch loslegen und den Waffelteig machen. Ja, bin ich zufrieden. Habe ich noch nicht getestet natürlich, mache ich jetzt. Geht jetzt gleich los, aber zunächst mal macht das Gerät einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Also die Platten machen wirklich einen wertigen Eindruck. Sie lassen sich eben auch genauso schnell wieder ausklippen, wie die anderen Platten hier bisher, die hier drin sind. Sie rasten sauber ein, hier oben auch wieder einfach einmal drücken. Also wirklich auch sehr schwer hier. Tolle Sache, wer also jetzt kein Waffeleisen haben will oder noch keins hat, ich habe keins mehr, der kann jetzt eben perfekt seinen Opti-Grill nehmen und den einfach in 2 Sekunden wirklich umbauen. Das geht ruckzuck. Nur daran denken nachher, wenn ihr das Gerät wieder benutzt, dass ihr den Fuß wieder einklappt, sonst steht euch das Fett nachher bei den Burgern oder was immer ihr macht in der normalen Pfanne. Also daran muss man denken. Aber das Schöne ist eben auch, dieser Fuß bleibt dran. Man muss ihn also nicht wieder abbauen und irgendwo hinlegen und dann auch vergessen, wo er liegt. Das würde ja bei mir passieren, bei meinen 5800 Küchengeräten, die ich schon habe. Da wäre irgendwann dieser Fuß weg. Also der bleibt auch gleich dran hier. So geht er nicht verloren. Ja, alles in allem bin ich zufrieden. Das Gerät macht einen tollen Eindruck und jetzt kommt eben der Praxistest. Ich werde berichten, aber ansonsten, ich bin zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Koch mal schnell.